Gott, ich will ein Aufgebraucht-Video machen. Ich weiß, ich war jetzt schon länger nicht mehr da, beziehungsweise die ganzen Videos, die ihr gesehen habt, sie waren vorgedreht. Lass mich nicht lügen, ich glaube, das war in meinem Urlaub oder kurz nach meinem Urlaub oder so. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Auf jeden Fall waren die ganzen Videos, die ich da hatte, vorgedreht. Ich hatte eher ein schlechtes Gewissen, weil es eigentlich, weil ich immer auch gleich ausgeschaut habe. Mich wundert, dass es niemanden von euch stört, aber ich hoffe, das ist auch okay, weil jetzt kommt die stressige Zeit in der Arbeit. Jetzt schon. Und ich habe gesehen, ich habe schon wieder ganz, ganz viel Müll gesammelt. Dadurch, dass mein Blog noch immer nicht geht, habe ich meinen alten Müll trotzdem mit meiner Kamera fotografiert und werde die Ordner noch sammeln und werde mir noch irgendwas überlegen. Vielleicht fange ich einfach einen neuen Blog an oder ich habe noch ehrlich gesagt keine Ahnung, wie ich das machen soll. Aber ich sollte mir bald mal was überlegen. Weil mir fällt es dann immer schwer, die Sachen wegzuwerfen. Klingt voll beschissen, oder? Aber es ist wirklich so. Ja, ich sammle die diesmal jetzt in einer Biothermtasche, damit ich mich auskenne, was ich jetzt noch gefilmt habe und was ich noch fotografieren muss. Das heißt, das muss ich dann in die andere Tüte tauschen. Das hat euch jetzt überhaupt nicht interessiert, glaube ich. Aber egal, fangen wir mal an. Am besten mit dem langweiligen. Ich habe ein Spülmittel von Spülbalsam heißt das, von Denk mit leer gemacht. Ich zeige euch die so gern, weil ich benutze die von DM eigentlich am liebsten. Das war so ein riesengroßes, es hat nach Marzipan gerochen. Leider gibt es das nicht mehr. Sonst würde ich es mir nachkaufen. Das hat mir so lange gehalten. Deswegen, ich schaue immer wieder nach, ob es noch andere Sorten in so einer Größe gibt. Aber bis jetzt war noch keine dabei, die mir gefallen hat. Und ich komme ja so selten zu DM. Leider. Dann, ganz, ganz spannend, muss ich unbedingt herzeigen. Wattepads, die großen, die muss ich mir unbedingt wieder nachkaufen, weil ich habe keine mehr. Dann habe ich hier einen Badezusatz, Buttermilch, Zitrone. Ich gehe so selten in letzter Baden, wenn, dann setze ich mich nur kurz rein und dann auch ohne Badezusatz meistens, wenn dann nur mit so einem Badeschaum. Ja, ja, aber den mag ich sehr, sehr gern. Ich weiß auch gar nicht, ob es den jetzt noch aktuell gibt. Dann habe ich leer gemacht meine Pure Camille, nein, Blödsinn, meine Cadea Vera Reinigungstücher. Ich verwechsel die zwei immer. Ja. Brauche ich eh jeden Monat, aber ich mag die blauen aber viel, viel lieber als die rosenen. Aber es gibt jetzt neue, was limitiert sind. Die seht ihr bald in einem Video von mir. Dann hier ein Duschgel. Das ist das orange Duschgel. Boah, ich liebe es. Von Yves Rocher, das was ist ja, was ja aufgelassen wird. Ich habe 100 Backups. Ihr habt es im Wortkotze. Ihr habt es ja im letzten Haul-Video gesehen, was vor kurzem online gegangen ist. Ich liebe dieses Duschgel. Mein Bruder auch. Mein Bruder hat schon gejammert, dass seine bald leer werden. Aber ich habe extra auch für ihn auch welche mitbestellt. Das heißt, ich werde die mit ihm teilen, damit ich auch ein paar loswerde. Weil vielleicht kommt ja irgendwas anderes und ich muss nicht immer alles bunkern. Aber das ist eins meiner absoluten Lieblingsduschgel. Genauso wie das lila Reis. Aber ja, was soll's. Das kennt ihr ja sowieso auswendig. Das habe ich jetzt auch wieder in den Haaren drinnen. Ich muss unbedingt wieder zum Friseur. Könnt ihr das sehen? Ich will unbedingt im Oktober noch gehen, aber ich glaube, das geht sich in diesem Monat gar nicht aus. Und zu Halloween sieht man meine Haare eh nicht. Habt ihr sicher auf Instagram und so schon gesehen, was ich alles postet habe. Man sieht so stark den Unterschied und ich will das unbedingt weg haben. Und deswegen, ja. Aber das ist mein absolutes Lieblingsprodukt von Batiste, das Trockenshampoo. Jetzt bin ich voll auf ein anderes Thema gekommen, aber was soll's. Wieder Haare. Kommen wir wieder zurück zu den Haaren. Ich habe das Hafershampoo aufgebraucht von Yves Rocher und ich liebe es. Ich habe es mir auch danach gekauft habe ich es mir nicht, aber ich habe es jetzt wieder in Benutzung. Jetzt zurzeit verwende ich eins von Nivea. Das habe ich gekriegt von den beiden Jungs, die mit mir immer schreiben und mir was geschickt haben. Dieses kleine Nivea. Was ich okay finde, aber ich mag das von Nivea trotzdem nicht so gerne. Ich muss warten, ich muss aufpassen, was ich sage. Ich kann in letzter Zeit überhaupt nicht mehr reden. Ich mag das von Nivea nicht so gern wie das, weil das trocknet meine Haare nicht so aus wie das von Nivea. Aber no drama. Ja, ich habe eh wieder das dann in Verwendung und ich glaube, ich werde auch bei dem bleiben, obwohl ich noch so viele andere Sachen habe, was ich aufbrauchen muss. Auch von Macadamia. Ich hoffe, dass ich das Macadamia vertrage, weil wenn nicht, bleibe ich bei dem. Ich habe es mir halt nur, aber das werdet ihr in einem Video sehen, das drehe ich ja eh noch dran. Also, ja, ja, ich rede heute ein bisschen lauter Blödsinn daher, verzeiht es mir. Ja. Eine Mundspülung habe ich auch leer gemacht. Das ist die Super Mint Mundspülung von Dentodent. Viele haben mir auch geschrieben, dass sie die eklig fanden. Am Anfang war ich nicht so begeistert. Am Anfang fand ich die auch furchtbar. Am Anfang fand ich die wirklich furchtbar. Aber dann später, umso öfter ich sie verwendet habe, umso mehr mochte ich die. Dann wollte ich sie mir nachkaufen und dann ging sie natürlich aus dem Sortiment. Ich glaube, das ist einer der vielen Gründe, warum ich nicht mehr so oft zu DM gehe, weil die meisten Sachen, die ich mag, sofort immer gleich rausgehen. So wie bei dieser Mundspülung eben. Dann habe ich noch einen Badezusatz von Dresden Essenz, diese Dreckspatzbäder. Das war so eine Tablette.
Die hat gut geduftet. Also die war nicht schlecht. Das war mit Ringeblumenduft, Blubbertüte heißt das. Naturkosmetik. War ganz, ganz, ganz toll. Ich habe diese Dreckspatzbäder voll vermisst, weil die sind ja bei uns beim Müller komplett rausgegangen. Ja. Als nächstes eine Aveo-Seife. Das war die mit Rose, glaube ich. Das war, glaube ich, die erste seit langem, die ich mal wieder gerochen habe. Also die man lange Zeit einfach mitbekommen hat, wenn man die benutzt hat. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine, oder? In letzter Zeit habe ich das Problem, wenn ich eine Seife anfange, dass ich sie nach ein paar Wochen nicht mehr rieche. Also einfach, ich rieche es nicht mehr. So wie die jetzt von Balea habe ich, glaube ich, diese Ingwer-Zitrone drin. Die rieche ich auch nicht mehr. Also in letzter Zeit, ich weiß nicht, was daran falsch liegt, aber die fand ich gut. Aber ich habe eh noch so viel Zeug. Deswegen kaufe ich mir dabei nichts nach. An Seifen jetzt. Ich habe wirklich zu viel. Dann habe ich eine Maske leer gemacht. Die fand ich echt schrecklich. Da ist irgendwo auch noch eine zweite mit der anderen Sorte. Die zeige ich euch sicher auch gleich. Die war ja mega grauslich. Das ist ja irgendeine Marke. Ich kenne die Marke nicht mal. Ich habe die von Claire's mir mal mitgenommen. Habt ihr sicher in irgendeinem Haul gesehen. Bäh. Würde ich mir niemals nachkaufen. Ja, dann habe ich die Probe noch aufgebraucht von BB, von dieser Reinigungsmaske. Ich finde aber, das ist eher für mich ein Peeling. Weil das hat Peelingkörner auch drin und ich mag das irgendwie. Jetzt habe ich noch eine letzte Probe, habe ich jetzt noch, die benutze ich zurzeit noch. Ja, weil mein Peeling, das ich zurzeit verwendet habe von... jetzt ist es in den Korb reingefallen. Sowas passiert auch nur mir. Das Peeling, was ich zurzeit für mein Gesicht verwende, ist das von Freeman. Diese ganz große orangene Dube. Ich kann euch das leider nicht unten verlinken, weil mein Blog hier leider nicht funktioniert. Die Aprikose, die peelt bei mir nicht. Die macht bei mir keinen Peeling-Effekt. Wenn ich das verwendet habe, habe ich das Gefühl, es peelt einfach nicht. Und deswegen habe ich das Ding jetzt für meinen Körper in Verwendung. Ja, also Freeman, ich rede von der Marke. Da gibt es ja diese orangene Variante mit Aprikosen. Und die mochte ich ja als Maske, mochte ich die wirklich gerne. Und als Maske mag ich sie auch noch. Aber als Peeling, weil ich wollte es ja damals eigentlich als Peelingszwecks entfremden, ist es mir einfach zu wenig. Ihr werdet es dann in einem Aufgebraucht nochmal hören, deswegen rede ich jetzt nicht so lange drüber. Aber ich suche ein neues Peeling und deswegen überlege ich, ob ich mir nicht das von BB doch kaufen soll, obwohl ich BB nicht mag. Aber... es gibt den Tiki Max, deswegen wartet den Tiki Max Haul ab. Weil ich hätte mir fast vor kurzem wieder ein Peeling gekauft. Ich bin so ein Vollidiot, echt wahr. Aber dazu im Tiki Max Haul mehr. Zwei Freeman Masken habe ich leer gemacht. Einmal die Avocado Maske. Ich glaube, die habe ich sogar noch als Backup. Ich muss unbedingt wieder nach Kleinhocksdorf. Unbedingt. Unbedingt. Ich muss dort wieder hin, weil ich brauche wieder Freeman Masken. Ich hoffe, die haben die überhaupt noch, weil ich war schon so lange dort, dass ich das nicht einmal mehr weiß. Dann habe ich die... die ist so leicht kühl. Meine hat aber komischerweise nicht mehr funktioniert. Vielleicht war sie zu alt. Ich habe keine Ahnung. Aber ich liebe die Freeman-Masken. Die und die Avocado. Ich liebe eigentlich alle Freeman-Masken. Mein Augen-Make-up-Entferner, den kennt ihr ja eh auswendig. Jetzt haben die ja eine neue Verpackung. Also die sind jetzt dunkler. Ich habe aber noch ganz, ganz viele alte Backups. Yay, Gott sei Dank. Obwohl das eh gleich blieben ist eigentlich das Produkt. Wieder Wartebeds vom Hof habe ich leer gemacht. Dann habe ich eine Probe leer gemacht von Nivea, die habe ich auch von den Jungs bekommen. In Dusch, Bodylotion, hautstraffende Pflege. Ich habe mir da eingebildet, dass in meiner Probe so Peelingkörner drinnen waren. Ich habe mir aber das Original angeschaut und da habe ich keine Peelingkörner drinnen gesehen. Jetzt bin ich mir nicht sicher, ob ich mir die nachkaufe. Ich habe erstens eh genug, eigentlich muss ich mir von denen eh nichts mehr nachkaufen. Aber wenn ich jetzt weniger hätte, würde ich die mir schon nachkaufen, weil die fand ich eigentlich sehr interessant. Und die ist auch, glaube ich, sogar noch fix im Sortiment, zumindest hoffe ich das. Bei Nivea weiß man es ja zurzeit nicht. Zweimal Pure Camille Reinigungstücher aufbraucht. Fragt mich nicht, wieso. Kleiner Verschleiß am Rande, aber die liebe ich ja. Und die haben ja auch jetzt auch wieder eine neue Verpackung. Ich liebe die Pure Camille Reinigungstücher, da kann mir keiner reinreden. Dann habe ich noch ein Duschgel leer gemacht von Sagrotan. Das mochte ich nicht so gerne, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, also bei dem hatte, also den Duft fand ich super, aber ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass es mich so vom Schweißgeruch schützt, wie die anderen, die ich davor hatte. Eins habe ich jetzt noch, ein grünes, fragt mich jetzt nicht, welches das ist. Das werde ich mir jetzt noch bis nächstes Jahr aufheben, ich hoffe, das überlebt es das bis nächstes Jahr. Aber ich habe jetzt auch keinen Bock mehr auf diese fruchtigen Sachen, ich will eher was Winterliches verwenden. Da freue ich mich schon auf meine Winter-Yves-Rocher-Sachen, kann ich nur so viel dazu sagen. Ja, so viel dazu.
Es war okay, aber ich komme auch nicht mehr dran. Also muss ich mir überlegen, wie ich da dran komme. Ich habe sogar zwei Duschgele in einem Monat aufgebraucht. Zwei kleine, ups, na egal. Einmal eine Badebombe von Yves Rocher, die war in diesem Paket drinnen, was ihr gesehen habt, wo ich euch ein Video gemacht habe davon. Ich überlege, ob ich noch eine bestellen soll. Ich habe dabei aber so viel Scheiß, dass ich vielleicht noch ein bisschen warte, ob ich mir noch eine bestelle, weil so gut gefallen hat sie mir auch nicht. Und dieses Ding war jetzt auch nicht so toll. Also, glaube ich, werde ich es vielleicht lassen. Dann habe ich zwei Mini-Duschgele leer gemacht. Einmal das Palmolive Chocolate Passion. Das gibt es bei Müller in Groß nicht mehr. Dieses Duschgel hier, das gibt es nicht mehr. Ich könnte auszucken. Das war nämlich eins meiner Lieblinge von diesen Palmolive-Dingern. Oh, und ich liebe es noch immer. Es passt perfekt jetzt in diese Herbst-Winterzeit. Und bei Müller gibt es das nicht mehr. Ich habe gesehen, der DM hat es noch, aber ich habe eh noch so viel Duschgel. Und das Mint-Duschgel habe ich auch noch davon. Dann habe ich eins leer gemacht, das habe ich auch von den Jungs bekommen. Das war dieses Mandelblütentraum. Deutsche Sprache, schwere Sprache. In der Verpackung fand ich es gut. Nur das Problem ist, mit meiner Haut zusammen hat das irgendwie nicht zusammenpasst. Das habe ich bei manchen Parfums auch. Das ist ja normal. Das ist nun mal so. Das ist einfach in der Natur so vorhanden. Und bei dem war das leider auch so. So sieht das aus. Weil ich habe auch gesehen, nachkaufen hätte ich es mir zwar schon können, wenn es mir gefallen hätte, aber bei uns bei Müller ging das um 1 Euro raus. Also bin ich froh, dass es mir nicht so gefallen hat, weil sonst würde ich es mir wieder bunkern. Ihr kennt mich. Ihr kennt mich ja mittlerweile. Zwei Garnier-Masken habe ich leer gemacht und ich hasse diese Masken. Ich finde die echt ekelhaft. Ich weiß nicht. Ja, ich habe leider noch mehr von denen Dingern. Ich habe einmal diese Juicy Mask und die Aqua Mask aufgebraucht. Bei der Juicy war es ganz, ganz schlimm. Ich habe das aus dem Ding rausgenommen und mir ist das Ganze in die Badewanne reingefallen, weil das so flüssig war. Und auch auf der Haut ist mir das einfach so runtergerollt und in die Badewanne geflutscht. Also diese Garnier-Masken kann ich persönlich nicht empfehlen. Also ich mag sie nicht. Die war jetzt nicht so schlimm, aber auch so glitschig und so. Also ich habe jetzt noch andere, auf die bin ich jetzt noch gespannt, wie die sind, aber nachkaufen, glaube ich, würde ich sie mir wirklich nicht. Also ich glaube, nachkaufen würde ich sie mir echt nicht. Dann habe ich einmal diese Kosmetikstäbchen aufgebraucht, die vorne die Spitze und diese Paddelseite haben. Die kaufe ich mir immer beim Müller eigentlich. Kaufe ich mir eigentlich immer beim Müller. Eine Nagellackentferner habe ich auch gebraucht. Ich bin wieder in letzter Zeit nicht nagellackierfaul, aber bei dem Nagelstudio hat meine Nägel so komisch gemacht, dass mir das irgendwie nicht gefällt. Ich muss sie mir jetzt endlich mal lackieren, damit ich gucken kann, wie das dann ausschaut. Aber ich finde, die hat die mir nicht schön gemacht. Also ich finde, die sind echt schlampert worden. Besonders der Daumen. Warte, ich kann euch das, glaube ich, schlecht zeigen. So, der ist komplett hässlich worden. Also, naja. Was soll's. Ich habe sie mir ja eine Zeit selber gemacht, das habe ich euch ja hier erzählt, aber ja. Das hätte ich selber auch zusammenbringen können, ganz ehrlich. Und hätte nicht mal 30 Euro dafür ausgeben müssen. Nagellackentferner. Ich habe den aufgebraucht davor, wie ich öfter mir die Nägel lackiert habe. Den kaufe ich mir immer wieder nach. Ich glaube, ich habe auch den aktuell wieder nachgekauft. Ich glaube schon, aber ich bin mir nicht sicher. Aber Aveo kaufe ich mir immer nach. Das ist die Müller-Eigenmarke. Ich kaufe mir aber Müller, weil ich da einfach näher dran komme. Ist leider so. Noch Kleinkram. Oh, da haben wir die nächste grässliche Maske. Also in diesem Monat habe ich irgendwie die ganz schlimmen Masken erwischt, außer meine heißgeliebten Freeman-Masken. Die war genauso schrecklich. Hat schrecklich gerochen, hat irgendwie nicht gejuckt oder so auf der Haut, aber die war irgendwie, ich kann das so schwer erklären, die war einfach ekelhaft auf der Haut und deswegen würde ich mir auch nie wieder nachkaufen. Eine Zeit lang war ich ein bisschen erkältet, was jetzt auch wieder anfängt. Ich glaube, man hört es eh auch. Deswegen habe ich mir diesen Badezusatz in die Badewanne geschmissen. Hat auch geholfen, aber ich habe eh auch so ein großes Erkältungsbad. Da sollte ich auch vielleicht wieder mal ein Mini-Erkältungsbad machen, damit es mir wieder besser geht. Weil in letzter Zeit waren so viele krank. Und es ist ja auch die Herbstzeit, da werden halt viele krank. Das ist nun mal so. Ja. Dann habe ich noch leer gemacht den Badezusatz von Tetesept. Ich fand beide gut. Also, Tetesep geht bei mir immer. Und in letzter bin ich in so einer Orange-Schminkphase. Also, ja. Hat überhaupt nichts damit zu tun, aber egal. So, dann habe ich leer gemacht eine Mini-Haarkur. Eine 1-Minuten-Soforthilfe-Kur von Isana. Die habe ich von meiner Freundin Kathi zum Geburtstag geschenkt bekommen. Sie war okay, aber ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, dass sie nach einer Zeit meine Haare sehr beschwert hat. Weil ich habe ja das Problem jetzt mit den trockenen Spitzen. Ich meine, jetzt habe ich es schon gut in den Griff bekommen. Aber die fand ich nicht so gut. Gut
dass ich es mal testen konnte, weil ich an Isana nicht rankomme, aber ich würde es mir nicht nachkaufen, wenn ich sie sehen würde. Dann ein Shampoo, das habe ich aber für meine Pinsel verwendet und nicht für mich selber. Das mochte ich nämlich überhaupt nicht. Das war das schrecklichste Shampoo, was ich jemals hatte. Das gibt es sogar noch. Vom Duft her war es gut, aber an meinen Haaren ging das überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Deswegen habe ich es für meine Pinsel verwendet. Für meine Pinsel war es okay. Aber ich würde es mir nicht nachkaufen. Dann habe ich ein Rasiergel aufgebraucht von Balea, das es leider nicht mehr gibt, weil wenn es das noch im Sortiment gegeben hätte, hätte ich mir das nochmal nachkauft. Weil das war dieses mit dem Duft von Quitte und Aprikose. Das war echt gut und ich fand die Verpackung so wunderschön. Ja, aber es gibt es leider nicht mehr. Dann habe ich meine heißgeliebte In-Dusch-Body-Lotion mit Kakao und Milch aufgebraucht. Also die zweitliebste, weil die erstliebste ist ja die von Nivea, auch die Milch und Honig. Aber die mag ich auch sehr gern. Ja, habe noch ein paar Backups. Ich sollte wieder Deutsch lernen, glaube ich. Dann habe ich von den Jungs die Mini-Größe In-Dusch-Lotion von Nivea aufgebraucht. Die mochte ich leider von Duft nicht so. Aber das ist ja bei mir nichts Neues. Ich mag den Nivea-Duft ja nicht. Und ich bilde mir ein, ich hatte die schon mal in so einer Größe. Aber das ist Jahre her, deswegen nachkaufen würde ich sie mir nicht. Aber es war gut, dass ich die mal wieder hatte. Vielleicht hätte sie mir jetzt gefallen, man weiß es ja nicht. In den Jahren ändert sich das ja. Dann habe ich aufgebraucht und dieses Ding ging mir so auf den Keks. Ich glaube, da ist sogar noch ein Schluck drinnen. So ein Mini-Mini-Fitzelschluck. Ich kriege da nichts mehr raus und das nervt mich. Dieser Reinigungsschaum von Cadea Vera hat mal so lang gehalten. Ich habe den in der Früh, also meistens morgens verwendet, weil das einfach schneller geht. Und das halt nicht so eine Sauerei macht wie ein Reinigungsgel. Ich mag irgendwie Reinigungsschaum in der Früh einfach lieber. Ich habe jetzt aktuell auch wieder einen von Altera, glaube ich, heißt er. Den hatte ich mal von einem Tauschpaket. Und ich mochte den schon. Ich mag auch den Duft von denen total gerne. Das ist ja dieser Melone-Duft. Ich würde ihn mir schon nachkaufen, aber ich habe so viele Reinigungsprodukte. Deswegen würde ich ihn mir jetzt dabei mal nicht nachkaufen. Irgendwann schon, aber jetzt zurzeit nicht. Weil ich habe eh genug Zeug. Wisst ihr ja eh. Dann habe ich ein Duschgel aufgebraucht. Da konnte ich nicht warten. Ich weiß, ich habe es als Geschenk bekommen, aber ich konnte nicht warten. Das ist das Limette Küsst Minze Duschgel und ich habe es bei mir bei Müller noch gesehen. Also das gibt's noch. Ich weiß jetzt nicht, ob die das dann rausnehmen werden. Das dürft ihr mich nicht fragen, wegen Sommer-Winter-Umstellung. Das weiß ich jetzt leider nicht, aber ich fand das richtig, richtig gut. Und hätte ich nicht so viel, würde ich es mir auch auf jeden Fall nachkaufen. Aber ich habe so viel Zeug, deswegen kaufe ich es mir erstmal nicht nach. Ich hoffe, dass sie das nächstes Jahr noch drinnen haben, weil ich fand das echt gut. Ich fand auch die Verpackung schön. Jetzt ist die Verpackung nämlich nicht mehr so schön. Also das würde ich mir auf jeden Fall nachkaufen, wenn ich weniger habe. Wenn. Ja, wenn. Kommen wir schon zu den letzten Sachen. Als allererstes möchte ich euch einen Lidschatten zeigen von Adeko. Das ist die 517. Das war mein Lieblingslidschatten von Adeko. Heute ist mir eingefallen, ich will mich mit dem wieder schminken und dann das mal auf eine Dumpfbackgasin ja aufbraucht. Man sieht genau nichts, aber das war so ein Braunton. Ich habe den eh schon so oft in Videos gezeigt, ihr kennt den sicher auswendig. Ich mag die Adeko-Lidschatten wirklich sehr, sehr gerne. Und hätte ich nicht so viele Lidschatten, würde ich mir den auch auf jeden Fall nachkaufen. Aber ich habe so viele braune Lidschatten und generell so viele Lidschatten, dass ich auch schon überlegt habe, ob ich mich nicht mal hinsetze von meinem Schminkzeug da hinter mir und das mal alles durchschaue und ausmiste. Nur ich traue mich nicht, weil es halt viele limitierte Sachen sind. Aber ich werde mal einen Durchgang versuchen, Sachen rauspicken, die ich nicht wirklich mehr so benutze und kaum noch benutzt sind. Ich versuche es. Vielleicht nehme ich euch da auch mit. Ihr könnt es mir mal gerne in den Kommentaren schreiben, ob ich euch da mitnehmen soll. Vielleicht habe ich da mehr Mut auszusortieren. Wer weiß. Also schreibt mir das in die Kommentare. Als nächstes habe ich eine Probe von meinen Lancaster Skin Perfect Concentrate and bla bla bla. Das, was ich mir in groß nachgekauft habe. Ich liebe das und ich habe keins mehr. Jetzt zurzeit benutze ich was anderes, was ich in meinem Make-up mische, was ich auch gut finde. Habe ich auch schon gesehen, dass es das noch gibt, aber ich habe mich nicht nachschauen dort, wie viel es kostet. Ganz ehrlich. Das andere, das ich jetzt nämlich habe, das habe ich mal gewonnen. Das war von Yves Saint Laurent, was seht ihr bald in einem aufgebraucht Video. Aber das ist halt mein Liebling und ich habe es noch in groß. Also könnte ich bald das in groß verwenden und dann mal schauen, ob der Yves Saint Laurent wirklich so ein guter Ersatz ist. So, Nagellack. Da ist nichts mehr drin und ich glaube, da ist mir der Rest auch eingetrocknet. Ich muss auch sagen, ich wollte ihn eigentlich für meine Zehennägel lackieren und bumm, ist er am Boden geflogen, ganz ehrlich. Ja, also wirklich viel ist da, glaube ich, eh nicht mehr drin und der ist schon so alt. Aber er ist leer.
weil ich habe ihn vor kurzem dann noch ein bisschen ausschütten müssen, damit ich ihn auf meine Zehennägel lackieren kann. Und wie er mir dann am Boden gefallen ist, habe ich gesehen, dass wirklich nicht viel rausgegangen ist. Also es war wirklich wenig, wirklich, ich kann nicht mehr reden. Es war wirklich wenig, was rausgefallen ist aus dem Nagellack. Und dann habe ich mir gedacht, okay, dann kann ich ihn als aufgebraucht zählen. Das war mein absoluter Lieblings-P2-Nagellack. Deswegen schaut das schon so abgefuckt aus. Der hat Gigantic geheißen. Gigantic oder so. Von denen haben ja viele geschwärmt. Ja, ich habe den geliebt, aber jetzt ist er leer. Dann habe ich noch zwei Produkte, auf die ich so stolz bin, dass ich die leer gemacht habe. Und ich glaube, ihr werdet auch stolz auf mich sein, wenn ihr das seht. Ich habe meinen MAC Highlighter aufgebraucht, meinen Creme Highlighter, den MAC Shell. Bin so fucking stolz auf mich. Ja, da ist es. Das Lustige war, ich glaube, das ist noch was drinnen. Und hab das rausgekratzt und habe dann alles eigentlich quasi verwendet. Und dann beim zweiten, am nächsten Tag, wie ich ihn nochmal verwenden wollte, schaue ich so rein und denke mir, ups, das sind ja schon leer gemacht. Also ich, ja, habe das nicht mal mitbekommen, dass ich ihn leer gemacht habe. Aber der ist wirklich, wirklich gut. Und hätte ich nicht so viele Highlighter, würde ich ihn mir nachkaufen. Aber ich habe einfach zu viel und deswegen, nein. Er ist gut, aber nein. Ich werde jetzt ein paar Creme-Highlighter aufbrauchen. Ein paar Creme-Highlighter. Habe ich so viele? Ich glaube, ich habe... Naja, ich habe schon viele. Aber ich werde auch ein bisschen ausmisten. Das habe ich ja eh auch vorher gerade erwähnt. Aber ja. Als Creme-Rouge habe ich auch was aufgebraucht. Und zwar mein Catrice-Creme-Rouge, was ihr auch in vielen Videos schon gesehen habt. Da habe ich wirklich die Reste alle rausgekratzt. Bei dem Highlighter und bei dem. Also da habe ich echt mir Mühe gegeben, dass ich wirklich alles rausbekomme. Wirklich alles rausbekommen. Und ich bin echt sowas von stolz auf mich. Es hat lange gedauert. Ich wollte ihn eine Zeit lang nicht mehr verwenden, weil er mich genervt hat. Aber ich habe es geschafft. Ich habe es geschafft. Und was ich noch cooler finde, ist, dass da die Verpackung überlebt hat. Weil bei Catrice... bei Essence ist das. Nicht bei Catrice. Bei Essence wird die Verpackung so schnell kaputt. Bei Catrice hält die Verpackung durch. Also, ja. Ja. Bin wirklich, wirklich stolz auf mich. Das kommt auf jeden Fall in meine Back-to-Mac-Kiste. Darf ich bloß nicht vergessen. Darf ich wirklich nicht vergessen. Deswegen überlege ich auch, ob ich das gleich auch abfotografieren soll, damit ich das dann gleich entsorgen kann. Nee, wird mal Zeit, glaube ich. Ja. Ich hoffe, euch hat das Video trotzdem gefallen. Ihr könnt mir mal gerne schreiben, ob ihr das Video sehen wollt, wenn ich ausmiste. Das wird heftig werden für mich. Aber ich glaube, ich muss ein bisschen ausmisten. Ich habe so viel Zeug da auch überall stehen, was ich eh nie verwenden kann. Und ich glaube, meine Familie würde sich freuen, weil sie dann die Sachen natürlich kriegen. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich weiß nicht, mir kommt das ein bisschen kurz vor, aber ich glaube, das bilde ich mir nur ein. Und es kommt mir auch ein bisschen wenig vor, aber ich glaube, das bilde ich mir auch ein. Und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bye!